In diesem Video möchten wir ein paar Neuerungen in dem Bereich Dach und Dachausmittlung bzw. Dachschichten uns näher anschauen. Hier in diesem Fall haben wir einen einfachen Grundriss über Ansicht, Dach, Profillinieninformationen. Sehen wir auch hier die eingegebenen Profildaten. Machen wir einen Doppelklick auf eine Profillinie bzw. Ende hier am Aus. Dann sehen wir hier die einzelnen Profile, die wir auch durchwählen können mit den jeweiligen Werten der Dachneigung, der Traufhöhen und so weiter. Ein Giebelprofil wird in 90 Grad eingegeben. In den allgemeinen Einstellungen ist hier definiert, dass wir die Möglichkeit nun haben, alle möglichen Lösungen zu analysieren und wir können für Grenzbereiche den Suchbereich vergrößern. Das heißt, wenn ich spezielle Ausmittlungen habe und ich komme zu keinem Ergebnis, dann können wir immer hier an dieser Stelle den Suchbereich vergrößern lassen. Das hat dann zwar zur Folge, dass die Ausmittlung unter Umständen länger benötigt, aber wir bekommen damit exaktere und auch mehr Ergebnisse. Wichtig dabei, Doppelklick auf Profillinie öffnet Dialog und auch in diesem Fall Doppelklick auf Dachfläche öffnet den Dialog. Mit dieser Option sind wir etwas schneller, wenn wir das Dach nachträglich noch bearbeiten wollen. Wir haben hier die Profile definiert und über Hinzufügen, Dach, Dachausmittlung können wir diese nun berechnen. Der Dachname wird definiert und die einzelnen Dachprofile bzw. Dachseiten werden angelegt. In der Ausmittlung kommen wir zu einem Teil, wo wir des Öfteren zum Beispiel solche Elemente hier haben. Das heißt, wir haben hier eine Dachfläche und möchten diese Dachfläche hier mit verbinden. Das heißt, wir möchten auch die gleiche Traufhöhe hier beziehen. Das können wir, indem wir in dem Dialog sagen, dass die Höhenangabe nicht über die Höhe Oberkante Fußfette oder Traufhöhe definiert werden, sondern wir möchten diese von einem Profil übernehmen. Es werden nun Profile angezeigt, die im gleichen Dach sind und parallel hier zu diesem Profil definiert sind. In diesem Fall das Profil ABT Nummer 1. Sobald wir nun das Dach neu berechnen, bekommen wir nun eine zusammengefasste Dachfläche. Es ist nun auch so, dass wir das Dachprofil 3 noch haben, aber dieses Dachprofil 3 hat nun keine eigene Fläche mehr. Die Ausmittlung ist hier erfolgt, die Profillinien sind definiert. Wenn wir nun zu dem Punkt hinzufügen Dach, Dachschichten wechseln, haben wir die Möglichkeit, Bezugslinien zu definieren. Auch können wir über diesen Punkt uns die Bezugslinien anschauen, die wir schon definiert haben. Mit der Taste B blenden wir diese ein. Was wir hier sehen, ist, dass wir durch die Eingabe der Profillinie den Hausgrund auch bestimmt haben. Das heißt, wir können jetzt in diesem Fall darauf verzichten, neue Bezugslinien weiter zu definieren. Stattdessen möchten wir den Dachaufbau zuweisen. Wir wechseln aber dazu noch einmal in den Voreinstellungsdialog und schauen uns einmal die Dachaufbauten an, die wir hier hinterlegt haben. In dieser 3D-Datei war der Dachaufbau gespeichert. Insofern Sie das machen, können Sie das dann auch in der Init-Datei zum Beispiel machen. Damit haben Sie schon eine besondere Möglichkeit, das Ganze auch einzugeben und auch schneller einzugeben. Sie können verschiedene Dachaufbauten hier hinterlegen. Neu hinzugekommen ist der Punkt Fläche unterkante Dachlatte. Dieser wird benötigt für die Berechnung der Lattung für Ihre Ziegel, auf die wir gleich noch zurückgreifen werden. Ansonsten haben wir hier die Möglichkeit, eben exakt zu sagen, wo unsere Referenz, also die berechnete Dachfläche, denn gegenüber unseren Elementen und den anderen Schichten liegt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Aufsparrendämmung noch hätten, könnten wir diese Schicht hier noch extra eingeben und ich würde zum Beispiel die Lattungsfläche immer weiter nach außen gezogen werden. Also wir haben die Möglichkeit, zwischen der Lattungsfläche und der Dachfläche nun zu unterscheiden. Eine Fläche wird immer dann erzeugt,
wenn Sie die dicke 0 eingeben. Die Fläche unterkante Dachlattung ist also sofort mit der Fläche 0 definiert. Die Farbe, die wir hier definieren, ist nämlich hier mal die Farbe Nummer 2, definiert hier in diesem Fall eine blaue Fläche. Die Materialien werden über die Materialfarbzuweisung definiert. In den Kanten wurde die Anzahl der Kanten der möglichen Kanten erhöht. Wir haben nun auch die Möglichkeit, zum Beispiel Ausschnitte zu definieren. Es gibt den generellen Ausschnitt, aber auch nochmal unterteilt den Ausschnitt rechts, links, oben und unten. Um den Überblick zu behalten, welche Kantenbearbeitung benötigt werden, können wir hier auf den Punkt Nur benutzte Kantentypen anzeigen klicken und wir sehen dann die Kanten, die hier auch verwendet worden sind. Möchten wir einen Kantentyp ändern, können wir über Modifizieren Dachkantentyp uns die Dachkanten einblenden. Fehlerhafte Zuweisungen, wie zum Beispiel hier der Punkt Pultdach horizontal, können wir dann anwählen und mit der rechten Maustaste den zu einem neuen Typen bestimmen, indem wir ja sagen, auch das hier ist eine Traufe horizontal. First horizontal, Traufe horizontal, Bordgang rechts, links und so weiter. Wechseln wir nun wieder auf die Dachschichten, auf den Konfigurationsdialog, dann sehen wir auch nur diese drei Kanten, die wir haben. Für den First können wir keine spezielle Dachkante auswählen. Ein First, ein Grat und eine Kehle wird immer winkelhalbierend berechnet über das gesamte Paket. Hier an der Traufe haben wir nun für die unterschiedlichen Dachschichten Offset-Werte und Bezugsrichtungen definiert. Dazu hinzugekommen ist der Punkt Horizontal, das heißt, wir können nun auch solche Flächen eben horizontal erzeugen und wir beziehen uns dann auf die Oberseite oder auf die Unterseite, jeweils dargestellt durch dieses Piktogramm. Auch wo die Lattungsfläche definiert werden soll, können wir hier sehen, die Lattungsfläche hier bezieht sich auf die Unterseite ihrer Schicht oder auf die Unterseite der Schicht selbst. Das ist hier in diesem Fall sogar egal, weil wir ja keine Dicke haben. Das Offset ist hier definiert in Dachneigung. Wir können das aber auch sagen in horizontale Richtung. Und wir beziehen uns hier auf den Dachrand. Möchten wir die Lattungsfläche verändern, könnten wir auch hier einen Offset-Wert eingeben. Von dieser Dachfläche zum Schnittpunkt mit dem Dachrand. Dies nun für alle weiteren Schichten. Wir können diese Schichten, wenn wir es mit der rechten Maustaste anwählen, auch für die anderen Kantentypen übernehmen. Das möchten wir in diesem Fall aber nicht. Wir bestätigen das mit OK und weisen die Dachaufbauten den beiden Flächen zu. Wir können nun die Dachschichten erzeugen und bekommen unser Dachpaket gemäß der Kantenangaben hier zugewiesen. Und hier sehen wir jetzt, dass wir zum Beispiel für die Sparrenschicht eine Dämmungsebene eingegeben haben mit einem vertikalen Rücksprung bezogen auf die Dachkante hier, auf den Dachrand. Entschuldigung, auf den Hausgrund. Wir haben hier unsere Fläche, die Dachfläche, und wir haben hier allerdings dann auch unsere Dachlinie bzw. die Lattungsfläche mit definiert. Die ist hier blau dargestellt. Wenn wir nun die Dachflächen anders bearbeiten, das heißt, wir gehen über Hinzufügen Dachschichten nochmal in den Dialog. Das gibt es übrigens auch als Kurztaste. Und definieren in den Kanten für die Traufe horizontal nun die Lattungsfläche so und die Konterlattung nun als vertikales Element. Die Lattungsfläche bzw. die Lattung selbst möchten wir gar nicht erst ausführen. Das heißt, wir ändern nochmal die Schichten und sagen, die möchten wir nicht erzeugen. Dann haben wir hier nun das so weit definiert, dass wir eine Ausbildung bekommen, die so aussieht. Kleiner Blick. Achso, darauf zuweisen, ja, und Dachschicht erzeugen. Und haben das so definiert hier.
Es wird immer für die aktiven Dachflächen gemacht. Das heißt, möchte man das hier natürlich auch haben, hätten einfach beide Dachflächen gleichzeitig aktiv haben müssen. Ich gehe aber jetzt noch einmal in die Funktionstaste, um auch das zu zeigen. Wir können hier die Dachschichten erzeugen, hinzufügen, Dachschichten. Habe ich hier zweimal definiert auf Alt F1 und dann zum Beispiel Dachschichten erzeugen mit der aktiven Fläche. Die Fläche unterkante Dachlatte können wir über Aktivieren Attribut Element nach Typ nun aktivieren und die dann auch einzeln noch bearbeiten. Wir möchten hier jetzt also die Ziegelteilung berechnen. Dazu haben wir hier noch einen Dachbruch, den wir auch berücksichtigen müssen, und wir haben hier eine durchgehende Dachfläche. Auch hier wiederum können wir nun über Alt F1 in den Ziegeltyp können. Ziegeltyp, den wir hier zum Beispiel schon hinterlegt haben in der 3D-Datei, auch laden und speichern. Wir liefern eine Datenbank mit oder einige Datenbanken mit für verschiedene Ziegelhersteller. Auch diese werden im Laufe der Version noch ergänzt. Hier wählen wir nun einen Brass Topaz 13V oder LV, wir nehmen den LV mit der Lattung 30 auf 50, wo die Lattungsabstand im First und generelle Lattungsabstände hier schon einmal definiert sind. Von der Eingabe her ist es so, dass wir hier den maximalen Winkel eingeben, bis zu wem der Lattungsabstand hier funktioniert. Das heißt, wenn wir hier einen Lattungsabstand von bis zu 30 Grad zum Beispiel haben und haben hier einen Abstand von 45 Millimetern, können wir das nun so definieren. Und diese auf diese Daten wird dann eben immer zurückgegriffen, wenn wir das Ganze berechnen. Jetzt habe ich hier das allerdings einmal mit Escape beendet, deswegen ist es hier nicht angelegt. Wenn wir also hier uns durch die Datenbank einmal klicken, dann sehen wir auch, dass die verschiedenen Werte hinterlegt sind. Auch diese Ziegeltypen können wir nun zuweisen an den Flächenunterkante Dachlattung. Kommen in die Liste der eingestellten oder gespeicherten Ziegel. Das heißt, wir können auch für unterschiedliche Flächen unterschiedliche Ziegel nehmen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Bau mit einer Topaz 11 und den anderen Bau dann nebenan mit einer Rubin belegen möchte. Wir haben diese nun zugewiesen und können nun auch noch Fixlatten hinzufügen. Diesen Punkt Bereiche für Lattung lassen wir jetzt in diesem Fall mal weg. Da könnten wir noch etwas spezieller darauf hinweisen in einem späteren Video. Fixlatten werden in einer bestimmten Farbe dargestellt. Es gibt Fixlatten und Verteillatten. Gelbe Fixlatten in diesem Fall und weiße Verteillatten. Die Farben sind hier auch definierbar. Wählen wir nun den Punkt Fixlatte hinzufügen. Unterscheiden wir zwischen oben und unten. Wir wählen jetzt mal oben. Nehmen einfach die beiden Flächen, das Lasso. Beide Firste werden erkannt. Und es wird anhand der Neigung nun die Distanz vorgeschlagen, den wir mit OK bestätigen. Wir haben also jetzt hier oben unsere Firstlatte definiert. Das gleiche mit der Firstlatte oder mit der Fixlatte von unten. Hier können wir Flächen auswählen, dann wird immer die unterste Kante der Fläche genommen, mit einer Distanz, die wir auch in den Lattungsinformationen, den Ziegelinformationen gespeichert haben. In diesem Fall 335 mm. Für diesen Punkt hier wählen wir die Latte nochmal aus. Wählen nun mit der Taste P einen Referenzpunkt, also diese Kante, und wählen hier auch und bekommen hier auch wieder vorgeschlagen, dass wir von dieser Kante aus mit dem Traufabstand das Ganze hier definieren, dem LAT-Wert. Nun können wir aber auch sagen, wir möchten zum Beispiel von hier mit dem Abstand 50 mm eine zusätzliche Latte einfügen, oder auch da, das hätten wir auch gleichzeitig machen können, beziehungsweise auch da wiederum von diesem Nullpunkt mit 50 mm und haben so die Fixlatten definiert. Fixlatten können wir strecken, zum Beispiel an dieser Stelle. Wir können Fixlatten auch verschieben und haben so dann auch die Möglichkeit zu sagen, zum Beispiel diese Fixlatte, Taste 5, verschieben wir mit einem Wert. Das ist jetzt der Abstand, das heißt eine Fixlatte, wo wir sagen minus 30 mm, verschiebt sich immer in Dachneigung. Müssen also nicht auf die Richtung achten.
Als letztes können wir nun diese Fixlatten mit Verteillatten ergänzen. Dazu werden wir diesen Punkt Verteillatten berechnen. Entweder haben wir vorher zwei Latten aktiv oder wählen die jetzt aus. In diesem Fall jetzt diese beiden Latten. Und wir bekommen hier dargestellt, ob wir nun 7, 8 oder 9 Reihen oder 10 Reihen wählen wollen. Das sind jeweils passende Werte, hier in diesem Fall 8 oder 9 Reihen. Und es werden immer noch zwei zusätzliche Werte angegeben. Möchten wir nun auf einen passenden Wert, zum Beispiel auf 9 Reihen mit einem maximal oder optimalen Wert hier das Ganze verlegen, also optimal wäre hier eine Änderung von 233,8 mm, können wir das Ganze nun hier auswählen. Damit ist dieser Wert nun in der Datei gespeichert oder in dem Zwischenspeicher mit hinterlegt. Wir wählen die Dachfläche aus, drücken die Taste 7 und die Option K für Rand. Der unterste Rand ist schon aktiv, den können wir bestätigen. Und mit der Taste F3 können wir nun auf diesen Wert zurückgreifen, bestätigen ihn und die gesamte Fläche wird angepasst. Das heißt, dieser Bereich ist nun gestreckt worden. Wählen wir nun wieder diese Funktion. Verteillatten berechnen, sehen wir nun, dass der Wert passend mit 350 mm angegeben wurde. Hier wurde die Fixlatte neu erzeugt, das heißt hier diese Fixlatte können wir mit der Taste 7 oder mit der Taste C wieder zurückstrecken, um das zum Beispiel so zu definieren. Machen wir das nun an dieser Stelle. Können wir aber auch zum Beispiel direkt den Wert übernehmen, die 322,6. Und auch an dieser Seite definieren wir den Wert. Wir berechnen die Verteilbereiche und wählen den Wert aus, in diesem Fall 346,5. Wir können das Ganze jetzt auch noch ändern. Wir könnten den Wert, den wir vorhin noch in der Liste drin hatten, auch direkt übernehmen. Der wäre noch da und könnten diese Dachflächen bearbeiten. Aber so können wir auch direkt die Werte übernehmen, wenn wir das möchten. Damit bekommen wir nun die Dachlattung mit eingegeben und dies beschreibt jetzt eben den nächsten Schritt, den wir in dem Bereich der Neuentwicklung des Dachabbundes hier mit den Dachschichten gemacht haben.